weiß noch, wie ich mich damals entscheiden musste, welchen Studiengang ich studiere. Soll es ein Studiengang werden, der theoretisch ist oder auch eher praktisch? Soll es ein Studiengang werden, mit dem ich schlichtweg später mal viel Geld verdienen kann? Oder trage ich nicht mit dem Studiengang auch ein Stück weit später in meinem Beruf zu den Lösungen der Probleme der heutigen Zeit bei? Und bei Energie- und Umwelttechnik kann man das ganz bestimmt bejahen. Und ich denke, das ist auch der Sinn unseres Studiums. Bei uns können Sie Energiewende und Umweltschutz lernen. Gerade dieser Studiengang ist sehr schön, weil man einfach so viele verschiedene Einblicke in verschiedene Energietechniken, in verschiedene Umwelttechniken bekommt, dass man sich später immer noch darauf spezialisieren könnte, was für einen Master man macht und man einfach nicht eingeschränkt ist. Die Besonderheit des Studiengangs sehe ich vor allem in dem Neubau des Gebäudes, der die Möglichkeit bietet, hier optimal diesen Studiengang durchzuführen. Wir haben neue Labore, wir haben innovative Ausrüstung, wir haben Strukturen, die es in anderen Hochschulen so noch nicht gibt, weil man die Erfahrung von älteren Gebäuden mit hat einfließen lassen. Und wir haben relativ kleine Jahrgangsverbände, was zu einem engeren Kontakt zwischen Studierenden und den Professoren, Professorinnen kommt, führt. Insofern glaube ich, dass wir einen sehr praxisorientierten und sehr nah an dem beruflichen Leben heute einen Studiengang anbieten kann. Der Studiengang ist zunächst einmal eine technische Ausbildung. Insofern ist es natürlich hilfreich, wenn Sie Leistungskurse hatten wie Mathematik, Physik oder Chemie. Aber das ist nicht unbedingt notwendig, weil wir fangen früher an. Es geht dann natürlich auch etwas weiter in den Kursen. Die Grundlagen werden Ihnen helfen, später die Vertiefung besser und schneller zu verstehen. Ja, ich will allen das empfehlen, die halt technisch interessiert sind, die Lust haben, naturwissenschaftliche Sachen zu machen, die natürlich auch ein bisschen Ahnung von Mathe und Physik haben und die sowas spannend finden. Das Wichtigste ist aber, dass Sie sich für die Sache interessieren und dass Sie sich für die Sache begeistern können. Denn wenn Sie das tun, hängen Sie sich mehr rein, Sie lernen mehr und Sie werden am Ende auch besser sein mit Ihrer Ausbildung.